Let's go. Trash DIY aus einem Cappuccino-Becher. Prime deinen Becher mit weißer Acrylfarbe. Mische dir eine nice Farbe mit Acrylfarben zusammen. Ich versuche Mint zu mischen, weil diesen Monat ist Mint an der Reihe. Ich mache jeden Monat eine neue Farbe. Die hier sieht doch mal richtig nice aus. Male deinen mittlerweile getrockneten Becher mit deiner gemischten Farbe aus. Nehme einen Papierstreifen und rolle dir so ein Röllchen daraus zusammen mit ein bisschen Kleber. Male dieses auch aus. Male die obere Hälfte deines Bechers wieder mit weißer Acrylfarbe aus. Lasse die Farbe aber nicht trocknen, sondern tupfe mit einem Schwämmchen in deine andere Farbe und vertupfe das alles zu so einem Ombre-Design. Benutze unten viel von deiner Farbe und nach oben hin vermische das Ganze mit der weißen Acrylfarbe, die noch nicht getrocknet ist. Dadurch entsteht eben so ein schöner Übergang. Die Farbe gut durchtrocknen. Klebe dein mittlerweile getrocknetes Röllchen auf den Becher. Ich mache meins in die Mitte, aber ihr könnt es auch auf die Seite machen. Male ein süßes Gesicht auf deinen Becher. Die kleinen rosa Bäckchen nicht vergessen. Male ein paar Boba auf den unteren Teil deines Bechers. Und fertig ist deine Bubble Tea Aufbewahrungsbox, auch perfekt zum Verschenken von Bubble Tea Gutscheinen.